aber wissen, dass ein Mensch nicht dadurch gerecht wird, dass er tut, was im Gesetz geschrieben steht, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir aus dem Glauben an Christus gerecht würden und nicht dadurch, dass wir tun, was im Gesetz geschrieben steht. Denn durch das Tun dessen, was im Gesetz geschrieben steht, wird kein Mensch gerecht werden. Wenn wir jedoch im Bestreben, durch Christus gerecht zu werden, nun selbst als Sünder dastehen, ist dann Christus ein Diener der Sünde? Gewiss nicht. Schuldig mache ich mich dann, wenn ich wieder aufrichte, was ich abgerissen habe. Denn dadurch, dass ich den Weg des Gesetzes zu Ende gegangen bin, bin ich für das Gesetz tot. So kann ich fortan für Gott leben. Ich bin mitgekreuzigt mit Christus. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Sofern ich jetzt noch im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Ich will die Gnade Gottes nicht außer Kraft setzen. Denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Ihr unverständigen Leute von Galatien, wer hat euch behext? Ist euch Jesus Christus nicht vor Augen gestellt worden als Gekreuzigter? Nur dies eine möchte ich von euch wissen. Habt ihr den Geist empfangen, weil ihr tut, was im Gesetz geschrieben steht? Oder aus dem Glauben, der hört? Seid ihr so unverständig, dass ihr, was ihr im Geist begonnen habt, nun im Fleisch vollenden wollt? Ey, so schön, mal wieder hier zu sein. Was für eine Gnade. Und ich hätte die Gnade Gottes in dieser Woche fast verspielt, beziehungsweise das ICF Basel mit mir. Denn es gab ein kleines Missverständnis. Eigentlich hatte ich mir den Predigtermin für heute in 4 Wochen eingetragen. Ja, genau. Ihr wisst, ne? So, es kann schon mal passieren, Februar, März sind ja ziemlich gleich, ne? Also exakt gleich, der 13. Februar, der 13. März ist auch ein Sonntag. Und ich habe Matthias eigentlich gesagt, ey, 13. März, komme ich gerne zu euch. Genau. Und am Montag hatten wir es kurz so miteinander, so, hey Detlef, ich habe ja schon mal angefangen und schick mir doch die PowerPoint bis Ende Woche. Ich so, wie, bis Ende Woche? Ihr seid aber früh dran in der Planung. Ja, ja, das Missverständnis hat sich dann geklärt. Und dann hatte ich noch ein paar Tage Zeit, um diese Predigt vorzubereiten. Das ist sensationell. Gott hat Humor und Gott meint es wirklich gut. Und das noch zu so einem krassen Thema, oder? Und ich habe gemerkt, oh, hey, zu dem Thema, da kannst du so viel sagen oder auch nicht sagen. Du kannst, oh. Und ich musste mich so fokussieren und reduzieren auch auf das, was jetzt in der nächsten halben Stunde auch wichtig ist im Galaterbrief für euch, ICF Basel, zu diesem Thema. Und das will ich gerne mit euch teilen heute Morgen. Zunächst, wenn wir jetzt einsteigen, oder wir sind ja schon drin, Galaterbrief, Matthias hat sensationell vorgelegt letzte Woche, super Einführung gebracht, Thema Freiheit und das, was Paulus Anliegen ist, auch im Galaterbrief. Und ich habe mir so gedacht, vielleicht nochmal eine kurze Reflexion, wie ist das eigentlich, wenn wir Briefe im Neuen Testament lesen, wo Paulus oder Petrus oder Jakobus so eine Situation beschreiben, dann ist das so ein bisschen eine einseitige Sache. Ich möchte es vergleichen mit einem Telefongespräch, dem wir zuhören. Also, kennst du die Situation, ja? Bist irgendwo in einem Raum oder bist irgendwie unterwegs, irgendwie im Tram oder so oder mit der SBB unterwegs. Der Manuel teilt ja immer so Stories, wo er dann unterwegs ist, ja. Und dann hörst du einem Telefongespräch zu und du hörst ja nur eine Seite. Also du hörst ja nur den, der spricht, und du kannst schon aus dem, was du hörst, eben einen Zusammenhang herstellen, so worüber sprechen die, was ist das Thema. Aber die Informationen, die du bekommst, die exakten Informationen, sind relativ einseitig, denn du hörst die Stimme auf der anderen Seite nicht. Ja? Und das ist ein bisschen so bei den Briefen im Neuen Testament. Du hörst immer nur, oder auch jetzt im Galaterbrief, ja, hörst du das, was Paulus sagt zu der Situation, aber die Galater, die kommen gar nicht zu Wort, ja. Oder heute haben wir auch noch eine Situation, da geht es um einen kleinen Konflikt mit Petrus.
ja, werden wir kurz drüber sprechen, aber Petrus kommt gar nicht zu Wort. Du hörst nur die Seite von Paulus. Und jetzt kannst du aus dem, was Paulus sagt, natürlich eine Menge herausnehmen und verstehst, worum es geht. Und er benennt ja auch Probleme, aber es gibt auch Punkte, wo man sagt, so, da hätte ich jetzt mal gerne auch noch die andere Seite gehört. Oder da fehlt mir eine Info, um wirklich zu verstehen, worum geht es jetzt hier. Ja? Und deswegen ist das so wichtig, was wir hier machen, dass wir auch mal uns einen Galaterbrief vornehmen und wirklich beide Seiten anschauen oder alle Seiten anschauen und mal in die Tiefe gehen, mal genau lesen. Und das tun wir während dieser Serie, dass wir versuchen, auch die andere Seite und vor allen Dingen Gottes Stimme auch zu hören in dem, was er uns eigentlich sagen will. Das ist dann noch, als wenn noch mal ein dritter Gesprächspartner dazukommt, ja, und sagt, so, jetzt hört ihr auch mal noch meine Stimme dazu. Und das wünsche ich mir für heute Morgen, dass der Geist Gottes wirklich auch zu unseren Herzen spricht, in unsere Ohren hineinspricht und wir seine Stimme hören. Starten wir mal mit Galater 2. Wir haben schon zum Einstieg diesen Text gelesen bekommen. Gibt es noch eine Situation? Kurz vorher Galater 2, in diesem Kapitel sind wir heute. Da beschreibt Paulus einen Konflikt, den er hatte mit Petrus. Und ich lese mal vor aus Galater 2 ab Vers 11, da ging es um folgende Situation. Doch als Petrus nach Antiochia kam, sah ich mich gezwungen, ihn vor der ganzen Gemeinde zur Rede zu stellen. Okay, was ist da passiert? Denn so, schreibt Paulus, wie er sich dort verhielt, sprach er sich selbst das Urteil. Wow. Zunächst hatte er zusammen mit den nicht-jüdischen Geschwistern, also mit den heidnischen Geschwistern, könnte man sagen, die also nicht zum Judentum gehören, an den gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Übrigens, wenn du jetzt denkst, wo ist denn jetzt hier die Folie mit dem Galaterbrief? Also wir haben einmal den Galaterbrief hier für euch ausgedruckt, hier an der Seite, da kannst du also mitlesen. Und wenn das ein bisschen weit entfernt ist, nimm dir einfach dein Smartphone. Ja, und das kannst du dir wirklich angewöhnen für die Gottesdienste und liest den Galaterbrief mit. Es bringt gar nichts, wenn wir das hier auf die Folie schmeißen, sondern du sollst selbst mitlesen, mach deine Bible-App auf, YouVersion oder Bible-Server oder was auch immer du hast, Bibelübersetzung. Und dann liest doch mal mit Galater 2, ich bin jetzt Vers 11. Mahlzeiten. Petrus hatte Mahlzeiten eingenommen mit den heidnischen Geschwistern. Ja, ganz gut. Als dann aber einige Leute aus dem Kreis um Jakobus kamen, also Juden, ja, zog sich Petrus aus Angst vor den Verfechtern der Beschneidung zurück und sonderte sich von den Nichtjuden ab. Okay. Also da hat er irgendwie kalte Füße bekommen und sagt so, okay, ja, jetzt kommen da die Beschneidung fordern zieht sich zurück. Genauso unaufrichtig, Vers 13, verhielten sich in der Folge die anderen jüdischen Geschwister, sogar Barnabas, so der geistliche Mentor von Paulus, ließ sich dazu hinreißen, dieses heuchlerische Spiel mitzumachen. Boah, das sind harte Worte, die Paulus hier ergreift. Er ist so richtig gut in Fahrt schon, ja, Kapitel 2. Als ich nun sah, dass sie den richtigen Weg verlassen hatten, den Weg, der mit der Wahrheit des Evangeliums übereinstimmt, sagte ich in der Gegenwart aller zu Petrus, du selbst nimmst dir, obwohl du ein Jude bist, die Freiheit, dich über jüdische Lebensweise hinwegzusetzen und wie ein Nichtjude zu leben. Wieso zwingst du dann die Nichtjuden, sich der jüdischen Lebensweise anzupassen? Ja, das war der Vorwurf. Heuchlerisch. Petrus, ja, bist mit Juden zusammen, dann ist alles gut, Friede, Freude, Eierkuchen und bist du mit Heiden zusammen, dann machst du es wieder anders. Und wenn beide zusammenkommen, dann kannst du dich nicht entscheiden. Beziehungsweise dann bist du einfach nicht echt und bist nicht ehrlich. Und für Paulus war das natürlich ein wichtiges Thema, weil er sagt, hey, das ist ja genau das Problem, dass wir einfach nicht klar sind in dem, was wir kommunizieren. Und du stellst mir jetzt hier ein Bein, Petrus. Ja? Also die zoffen sich richtig miteinander so weit, dass sogar Barnabas, der eigentlich der Mentor, der Coach von Paulus, lange Zeit gewesen ist, das lesen wir in der Apostelgeschichte, macht quasi dasselbe wie Petrus. Und Paulus muss sich ihm widersetzen und sagen, hey, so nicht. Das geht übrigens so weit, dass mal später, als Paulus dann auf Missionsreise ist, schmeißt er
Markus, Johannes Markus aus seinem Team raus. Ja? Das war ein Zögling von Petrus. Ja? So, und den schmeißt er raus. Also richtig, die hatten richtig Knies miteinander. Ja? Schmeißt den Markus raus. Barnabas, eben jener welcher, kümmert sich dann um Markus. Und später kommt das dann aber wieder gut. Markus findet dann wieder nach vielen Jahren wieder zurück ins Team von Paulus. Ja? Also du merkst, also da war nicht einfach so, die waren nicht alle einer Meinung. Jetzt fehlt hier natürlich so ein bisschen die Stimme von Petrus. Ne? Eigentlich müsste jetzt hier Petrus auch zu Wort kommen und sagen, Moment, also ich kann das erklären. Ja? Also erstens mal würde er vielleicht sagen, so klar war das noch nicht. Hey, es waren so die ersten Jahre, nachdem Jesus dann zum Himmel aufgefahren ist und wir mussten doch jetzt erstmal, wisst ihr, das Apostelkonzil, das war doch noch gar nicht, wo wir die Dinge geklärt haben miteinander. Gerade die Frage, wie gehen wir denn mit den Heiden um? Ja, hey, come on, Paulus. Und übrigens, deine Briefe sind auch nicht immer so leicht zu verstehen, schreibt er mal an einer Stelle. Ne? Also, was du da schreibst, ist mega kompliziert, so Pharisäerdeutsch, ne? Und hochtheologisch. Also, ich bin da eher mal so ein bisschen pragmatisch und einfach. Und außerdem, Paulus, hast du nicht auch mal den Timotheus, deinen Mitarbeiter, beschneiden lassen? Hey, du predigst im Galaterbrief und überall das Beschneidung, dass wir das nicht mehr brauchen, nimmst dir aber auch die Freiheit, deinen Mitarbeiter zu beschneiden, weil man muss ja dem Juden ein Jude werden, oder? So, und dass man da keine Probleme bekommt. Ah, merkt ihr? Also, ich möchte damit das Problem, was hier ist, so ein bisschen relativieren. Also, die beiden haben sich lieb, so wie Asterix und Obelix. Die streiten sich auch mal, aber die kommen alle aus demselben Dorf. Ja, das ist so ein kleines gallisches Dorf. Paulus kommt nicht aus Gallien, sondern aus Galiläa, so quasi könnte man sagen. Ja, irgendwo so da aus der Nähe und hey, die haben sich lieb. Ja, aber was hier aufeinander prallt, ist einfach der Fischer gegen den Pharisäer. Ja? Und der Pharisäer, der ja auch sagt, das ist nicht die Wahrheit des Evangeliums. Ne? Und hey, was Petrus einfach, was dieser Konflikt deutlich macht, ist einfach das. Hey, es gibt da einen gewissen Spielraum. Einen Spielraum der Gnade auch, wie man bestimmte Dinge auch auslegt, theologisch. Und das ist gerade im Judentum auch so verankert. Da gibt es nicht einfach einen Papst, der sagt, wie es ist, sondern da gibt es einfach eine Bandbreite. Ja? Man diskutiert miteinander. Auch Paulus schreibt ja später gerade im Korintherbrief, dann sagt er, ja, es ist doch so, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und ich habe ein Stück und Petrus hat ein Stück und Jakobus hat ein Stück und der Barnabas hat ein Stück und du hast ein Stück. Außer Manuel, der hat natürlich alles erkannt. So, ne? Nein, Quatsch. Hey, jeder von uns hat ein Stück und wenn Manuel und ich zusammenkommen, dann legen wir unsere Stücke zusammen, die wir da haben. Unsere Bruchstücke. Und dann kommen noch mehr zusammen. Und wenn wir all unsere Stücke zusammenlegen in einer Gruppe, in einer Kirche, in einer Gemeinde, dann entsteht hoffentlich ein ganzes Bild. Versteht ihr? Das ist Paulus später klar geworden. Hier drückt so der Pharisäer natürlich auch raus. Natürlich ist er in der Sache klar und darum geht es ja jetzt heute Morgen auch. Ja, aber wie ist denn das jetzt hier, wenn doch klar ist, was jetzt die Gnade Gottes bedeutet und was das Gesetz bedeutet, mit dem wir verbunden sind, auch als Juden, Petrus und Paulus, wenn das klar ist, hey, dann sollte das auch unser Handeln bestimmen. Ja, da entstand der Konflikt. Und das hat Petrus ein bisschen anders gedeutet als Paulus. Und da sind wir mitten beim Thema. Jetzt geht das weiter, dass Paulus sagt, okay, jetzt lass uns doch mal zu diesem Thema kommen, im selben Kapitel, also er beschreibt diesen Konflikt mit Petrus und sagt, jetzt kommen wir zu dem Text, den wir vorhin auch schon gehört haben. Wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben. Wenig später sagt er, nur auf der Grundlage des Glaubens, ich bin Kapitel 2, Vers 18 jetzt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus soll das alles möglich sein, nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Jetzt haben wir hier dieses Kernthema in Kapitel 2, das Verhältnis von Gesetz und Gerechtigkeit.
Gesetz und Gnade sind Begrifflichkeiten, die hier ständig vorkommen. Und es ist wichtig, dass wir das miteinander klären. Von was redet Paulus hier? Und von was redet Paulus hier nicht? Es gibt bestimmte Missverständnisse und die entstehen natürlich dadurch, dass wir gerade Bibeltexte so mit unseren Augen und unserem Vorverständnis lesen. Und wenn wir das Wort Gesetz lesen, dann ist das für uns, Timon, kannst du mir mal die Kisten, die ich da bereitgestellt habe, kurz zur Bühne reichen? Möchte jetzt ein kleines Experiment mit euch machen. Ganz herzlichen Dank. Und zwar habe ich das so für euch mal hier mitgebracht. Unser Verständnis, gerade vom Alten Testament, reduziert sich auf diese zwei Begrifflichkeiten. Ja, das Alte Testament, das ist hauptsächlich das Gesetz. Ja, die Tora, so heißt es ja auch, 5 Bücher Mose. Das ist das Gesetz, so wie Luther es auch übersetzt hat. Und Gesetz, das triggert bei uns, ja, Vorschriften, Gebote, ja, natürlich. Das Halten der Gebote, das gehört dazu. Also Gott hat das Gesetz gegeben und alle müssen das Gesetz halten. Das ist die Zusammenfassung des Alten Testaments. Und ich kann das gut verstehen, denn das sind natürlich auch Hauptteile des Alten Testaments. Und wenn Paulus jetzt darüber spricht, dass er sagt, niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften gerecht vor Gott da, da hat er natürlich recht. Er sagt, wenn ich jetzt einfach nur durch das Halten von Geboten und Vorschriften gerecht vor Gott werden könnte, dann wäre Christus umsonst gestorben, sagt er. Dann wäre das ja gar nicht nötig gewesen. Jetzt, was meint er? Und stimmt das wirklich so? Ihr merkt schon, hier fehlt, da fehlt doch bestimmt was. Das kann doch nicht irgendwie alles sein. Aber es ist ein gewisses Vorverständnis, was wir haben. Und sobald wir das Alte Testament auch aufschlagen, haben wir schon so das Gefühl, so, ich sag jetzt mal so, also das Thema Gnade kommt da wenig vor irgendwie. Und Gott ist da, also wenn überhaupt, so mit seiner Gnade so bei 70%. Ja, das ist so gerade so ein bisschen am Warmlaufen und so, aber hat es noch nicht so ganz für alle Menschen gereicht, so für ein paar Israeliten und so, auch nicht für alle Abraham, okay. Aber es ist, ja, so kommt uns das vor. Ja, und wir spüren schon, ja, nee, das kann nicht sein. Bis dahin, dass Menschen sagen, ja, und deswegen, weil das so war, ist Gott auch ein ganz anderer Gott im Alten Testament. Ja, und im Neuen, da ist er so ein neuer Gott, ja, so ein neues Level. So Jesus-mäßig und so. Und da ist er so richtig gnädig dann und so im Alten Testament, ja, so hat er ein bisschen geübt, trainiert, so. Ne? Ja, weil die Frage, die sich stellt, ist ja jetzt genau die. Also, versteht ihr? Also, war das denn so, dass Gott von seinem Volk Israel erwartet hat, also, ich gebe dir das, meine Gebote, du hältst sie und wenn du sie schön hältst, und das üben wir ganz, ganz lange, dann befreie ich dich aus Ägypten. Ich sage euch was, die werden heute noch da. Die werden heute noch da. Wenn du das alles hältst, dann werde ich zu euch sagen, ich bin der Herr, dein Gott, der dich liebt über alles, der dich erwählt hat, 5. Mose 7, kannst du das lesen. Warum habe ich dich erwählt, Israel? Weil du so ein tolles Volk bist. Nein, ihr seid ja das kleinste Volk. Aus lauter Liebe und Gnade und Barmherzigkeit habe ich dich erwählt. Ja, war jetzt die Bedingung dafür, dass Gott sein Volk erwählt, dass sie so schön seine Gebote halten? Wir müssen es wirklich mal so einfach erklären, sonst verstehen wir nicht den Punkt, den Paulus hier meint. Nein, natürlich nicht. Wir alle wissen, dass es genau umgekehrt ist, oder? Es ist genau umgekehrt. Es ist so, dass Gott, und eben das ist Gnade, so stellt er sich dann auch vor, 2. Mose 33, als Mose dann in dieser Felsspalte ist, kommt Gott vorbei und sagt so, Mose, hier siehst du mich, ja, hier siehst du mich. Und dann spricht er aus,
über sich selbst. Also Gott stellt sich vor und sagt, ich bin der Barmherzige und Gnädige. Das sind die Charaktereigenschaften Gottes, die im Alten Testament als erstes genannt werden, der Barmherzige und Gnädige. Und zwar 100%. Und meine Gnade ist jeden Morgen neu. Jeden Morgen neu. Das ist, also Gott war auch schon im Alten Testament bei 100% angelangt, ja, und sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten befreit hat. Und jetzt müssen wir dieses Thema Gesetz und Gnade, und ihr seht das hier auf der Folie, Gesetz und Gnade, diese beiden Begrifflichkeiten, die müssen wir umtauschen. Und dann entsteht ein neues Bild, nämlich Gnade und Gesetz zunächst mal. Zuerst haben wir einen Gott, der sagt, ich mache das alles aus Liebe. Aus Gnade habe ich Abraham erwählt. Aus Liebe und Gnade. Der Abraham hat nichts geleistet. Israel, nichts geleistet. Aus Liebe, aus lauter Liebe und Gnade. Und dann gibt Gott seine Gebote. 2. Mose 20. Ich bin der Herr, dein Gott. Und jetzt, du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Jetzt kommt all das baut sozusagen auf. Ja, die Grundlage bleibt das, was Gott tut. Die Grundlage bleibt seine Gnade und Liebe. Und Israel, das jüdische Volk, hält die Gebote, weil sie sagen, hey, dieser Gott, der uns gerettet hat, aus Dankbarkeit, tue ich das und halte ich das, was Gott von mir erwartet. So, jetzt, niemand würde darauf kommen und sagen, ich werde gerecht durch das Halten der Gebote. Paulus sagt es ja. Er sagt, also das kann nicht sein. Sondern es war von Anfang an so, dass die Gerechtigkeit, dass wir gerecht vor Gott sind, und das ist die Hauptfrage, die Paulus umtreibt. Wie kann ich gerecht vor Gott sein? Wodurch kommt das? Dass er sagt, ja, das kommt durch Gottes Liebe, durch Gottes Gnade. Das war im Alten Testament so und es ist selbstverständlich auch im Neuen so. Es kommt durch Jeschua. Ich habe bewusst diesen hebräischen Namen hingeschrieben. Jeschua heißt Gott rettet. So wie Gott im Alten Testament sein Volk gerettet hat, so muss er auch, so muss er die ganze Welt retten. Und Jeschua, der Name ist Programm, heißt Gott rettet. Er ist der Retter. Und das ist das Kreuz. Und Paulus redet ja hiervon und sagt, so, niemand von uns würde auf die Idee kommen, jetzt, nachdem Gott ein für alle Mal uns alle gerettet hat, zu sagen, das brauchen wir nicht, wir müssen jetzt nur Gebote halten und dadurch werden wir gerechtfertigt. Also das ist ja totaler Bullshit, das ist ja totaler Blödsinn. Das ist völlig klar. Jetzt aber hat sich die Gleichung verändert. Und wir sagen, ja gut, aber was hat denn jetzt Jesus mit dem Gesetz gemacht? Er hat doch gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern es in Kraft zu setzen. Und er verwendet eine ganze Bergpredigt dazu, um den Menschen zu erklären. Und er ging so wie Mose auf einen Berg, Mose damals auf dem Sinai, er auf einem Berg in Galiläa und bringt die Tora Christi. Das Gesetz Christi. Übrigens, Gesetz Christi ist ein Begriff aus dem Galaterbrief. Kapitel 6. Kommen wir noch zu. Das heißt, wir haben nicht mehr das Gesetz des Alten Testaments, sondern eine Art Jesus-Gesetz. Jesus-Gebote. Und das ist die Bergpredigt. Aber auch hier, eine Bergpredigt ohne Jesus macht keinen Sinn. Ist gesetzlich, ist verkehrt. Keiner von uns könnte die Bergpredigt halten, nicht ich. Nicht Manuel, niemand. Wir brauchen die Gnade von Jesus. Und Paulus predigt es und sagt, du musst Christus als Gekreuzigten immer vor dir haben und wissen, dass du teuer erkauft bist, dass du gerettet bist. Und dann fängst du an, nach den Prinzipien Gottes zu lesen und das Leben und das Halten der Gebote ist ja nichts anderes, als dass wir sagen, wir wollen Jesus nachfolgen und zwar gehorsam. Und die Tora und die Gesetze und die Gebote haben wir nicht mehr auf steinernen Tafeln, sondern wie Jeremia schon prophezeit, sie sind in unseren Herzen geschrieben. Versteht ihr das?
Es ist dasselbe in grün. Es ist das alte Level und hier haben wir das neue Level im Neuen Testament. Aber Gott hat sich nicht verändert. Er hat sich nicht verändert. Er ist der gleiche Gott, der sagt so, ja, natürlich weiß ich, was mein Part ist. Und zwar euch zu retten, aus 100% Gnade, euch zu retten und euch in den Zustand zu versetzen, dass ihr das leben könnt, dass ihr neue Menschen werdet. Das war schon immer sein Plan. Und nun sagt Paulus, Freunde, sowohl für Juden, denn deswegen ist Jesus ja nach Israel gekommen, als auch für Heiden, für die ganze Welt. Das ist das Programm. Das ist der entscheidende Unterschied auch zum Alten Testament. Da war es partiell einfach für ein paar Einzelne und für ein kleines Völkchen. Aber es war schon immer das Ziel Gottes, für alle möglich zu machen. Und dass alle in den Genuss seiner Gnade und Rettung kommen. Jetzt, davon redet Paulus. Das hat er im Hinterkopf. Und das will er radikal durchsetzen und sagen, hey, nur Jesus allein. Nicht durch das Halten allein von Geboten werde ich gerechtfertigt, sondern durch Jesus allein. Aber weil ich gerechtfertigt bin, jetzt kann ich mit Jesus leben. Jetzt kann er mein Leben verändern. Und dann redet er zum Beispiel auch in diesem Kontext von den 10 Geboten. In der Bergpredigt nimmt er ja gerade die 10 Gebote dann auch als Beispiel, wo er sagt, okay, wie lebst du das denn? Du sollst nicht Ehe brechen. Wie lebst du? Du sollst nicht töten. Und bringt das für seine Zuhörer, für uns auf ein neues Level. Deswegen, lass uns einen Kernsatz mitnehmen jetzt aus dieser ganzen Session. Und das ist der Satz, dass die Gnade Gottes steht nicht im Gegensatz zum Gesetz, sondern die Gnade und die Liebe Gottes ist das Wesen des Gesetzes. Sie ist das Wesen. Was sozusagen wie ein roter Faden zieht sich das durch. Israel hat immer wieder gesagt, hey, du bist unser Herr, unser Gott, weil du uns gerettet hast aus Ägypten. Du bist unser Retter. Und wir können heute sagen, Jesus, du bist unser Retter. Du hast mich gerettet. Das ist unser Leitsatz. Das ist auch das Wesen, das macht das Wesen aus meines Lebens. Wie ich jetzt lebe und dass ich dir nachfolge, Jesus. Und natürlich, Jesus sagt mal, wer zu mir hält, wer an mich glaubt, der hält auch meine Gebote. Der tut auch das, was ich sage. Merkt ihr? Ganz ähnlich. Aber es sind nicht mehr irgendwelche Gesetzesbücher, sondern es ist Jesus selbst, dem wir folgen und zu dem wir schauen. Man könnte sagen, durch Gnade allein, sola gratia, das ist so das reformatorische Bekenntnis auch an dieser Stelle. Allein, alles allein durch Gnade. Die Gnade ist das Wesen. So, jetzt ist unser Thema hier heute Morgen und das ist jetzt mein letzter Punkt, der entscheidende, weil das ist ja jetzt unser Thema. Kann ich diese Gnade verspielen? Kann ich diese Gnade Gottes verspielen? Ist es möglich, die Gnade Gottes zu verspielen? Ja, im Grunde genommen muss man sagen, wenn du Jesus verspielst, wenn du Jesus ablehnst, dann hast du keine Gnade. Es gibt eine ganz krasse Stelle, wo mal Pharisäer auf Jesus zukommen und sagen, hey Jesus, übrigens, wir wissen jetzt, dass die ganzen Wunder, die du tust, das tust du ja gar nicht aus dir heraus oder aus Gott heraus, das ist ja alles Bullshit. Du machst es quasi mit der Kraft des Teufels. Jetzt haben wir es, ne? Du bist mit dem Teufel, hast du so einen Pakt, ja? Und deswegen hier so das umgedrehte Kreuz, ja? Jesus, du bist einer von der anderen Seite, ja? Und Jesus muss es aufklären und sagen, nein, das definitiv nicht. Denn wenn das so wäre, ich treibe doch Dämonen aus, wie soll das denn gehen? Wie kann ich das denn, also versteht ihr, das wird ja nicht funktionieren und erklärt sie auch. Und dann sagt er diesen berühmten Satz, alle Sünde kann euch vergeben werden, außer eine. Und es ist wichtig, dass wir kurz darüber sprechen.
die Sünde wider den Heiligen Geist. Was ist denn das? Und ich bin in meinem Christsein so groß geworden, dass ich auch ein bestimmtes Verständnis hatte von Sünde wider den Heiligen Geist. Kann ich die Gnade Gottes verspielen? Ja, Detlef, wenn du diese Sünde wider den Heiligen Geist tust. Niemand hat das so wirklich erklärt. Aber es war immer wie so ein Damoklesschwert, ja, die Sünde wider den Heiligen Geist. Oh, und eine Variante war zum Beispiel, wenn ich etwas falsch mache und das immer wieder bewusst, so dieses bewusste Sündigen, bewusst Fehler machen, obwohl ich weiß, das ist falsch, mit schlechtem Gewissen. Kennt ihr das oder ist das nur bei mir so? Ja? So, du weißt, es ist falsch und du machst es. Ja, Detlef, irgendwann, wenn du das ein paar Mal gemacht hast oder zu lang und so, dann ist das hier Sünde wie dein Heiligen Geist. Und irgendwann kann Gott dir das nicht mehr vergeben. Ist das krass? Der Punkt ist, das hat Jesus gar nicht damit gemeint. Es ging hier um was ganz anderes. Er redet mit Pharisäern, die quasi seinen Dienst dem Teufel zuschreiben. Und sozusagen sagen, hey, wer die Offenbarung des Heiligen Geistes, wer Gnade ist, wer die Liebe ist, wer Gott ist in dieser Welt, wer das umkehrt, austauscht, außer Kraft setzt, Paulus beschreibt das auch so im Galaterbrief, wenn du das außer Kraft setzt, wenn du das beiseite schiebst, dann hast du keine Gnade mehr. Ergo, wie soll Gott dir dann vergeben? Du hast ja gerade seine Gnade weggeschoben. Du hast ja gerade seine Gnade ausgeschlossen für dein Leben. Du hast gerade das Geschenk, was Gott dir machen will, abgelehnt. Das ist die Sünde, wider den Heiligen Geist. Gott gibt dir seine Gnade und sagt, brauche ich nicht. Damit hast du die Vergebung ausgeschlossen. Du sagst, ich will das nicht, Gott, ich will das nicht. Und Jesus muss ganz hart hier mit den Pharisäern reden. Das war übrigens der Adressat für diesen Satz, die Pharisäer, ja, und Schriftgelehrten an dieser Stelle. Deswegen, wie kannst du mit der Gnade von Jesus spielen? Kommen wir mal noch mal kurz dazu. Niemand von uns wird vielleicht auf die Idee kommen, oder? Zu sagen, ja, ich bin Christ, ich habe das alles für mich erkannt, Jesus ist für mich gestorben und jetzt fange ich an, mit der Gnade Gottes zu spielen. Es gibt einen Text von Dietrich Bonhoeffer in seinem Buch Nachfolge, wo es um Jesus folgen geht, wo er genau das Thema aufgreift und sagt, hey, jetzt passt mal auf. Es gibt einen Unterschied zwischen der billigen Gnade und der teuren Gnade. Und er sagt also, das, was Jesus uns gibt, das ist eine teure Gnade. Die hat Gott verdammt viel gekostet und zwar alles, nämlich seinen eigenen Sohn. Das ist die Währung der Gnade Gottes, Jesus Christus. Ihr seid aber teuer erkauft, sagt übrigens Petrus in seinem Brief. Also da war er mit Paulus so richtig eins wieder. Ja. Ihr seid teuer erkauft, teuer, teuer, teuer ist die Gnade. Aber du kannst einen billigen Umgang damit pflegen, indem du sagst so, ha, ja super, ich habe die Gnade Gottes und jetzt kann ich mir ja alles erlauben. Oder? Ich habe ja einen gnädigen Gott. Paulus argumentiert so im Römerbrief und sagt so, ja, sollen wir jetzt noch mehr sündigen und noch mehr Fehler machen, damit sich die Gnade Gottes so richtig lohnt? Nein, das kann nicht sein. Hey, wer ist denn so bescheuert? Wer ist denn so bescheuert? Ja, du kannst anfangen, mit der Gnade Gottes zu spielen, verkehrt zu spielen. Die Bibel lässt uns in der Spannung, sie sagt nicht, seht ihr, da ist der Punkt erreicht, wo du die Gnade Gottes verspielt hast, sondern sie sagt, hey, mach das nicht. Fang nicht an, mit der Gnade Gottes zu spielen, sondern nimm die Gnade Gottes als Kraft in deinem Leben, um zu leben, mit Gott zu leben, im Alltag zu leben. Das ist der Punkt. Lass uns nicht anfangen, wie die ersten Menschen, mit der Gnade Gottes zu spielen. Und zu fragen, ja, okay, wie weit kann ich denn gehen, um nicht aus der Gnade zu fallen? Paulus, was würdest du sagen? Wie weit kann ich denn gehen? Paulus wird sagen, er macht das gar nicht. Allein die Frage ist schon falsch. Du hast das Evangelium nicht verstanden. Du bist befreit worden, lebst jetzt mit Jesus und dann holst du aus der Jesuskiste den Apfel und sagst so, ja,
Gott ist ja gnädig mit mir, wie weit kann ich denn gehen? Ich sage ganz ehrlich, es gab Momente schon in meinem Leben, wo ich angefangen habe, mit der Gnade Gottes zu spielen. Wie David, wo er im Psalm 51 dann schreibt, hey, was habe ich getan? Was habe ich getan? Ehebruch mit Bathseba war jetzt sein Thema. Mord, ja, die man umbringen lassen. Er hat mit Gnade Gottes gespielt und er betet, Herr, nimm deinen Geist nicht von mir. Herr, vergib mir. Herr, es tut mir so leid. Du kannst mit der Gnade Gottes spielen, wie mit diesem Apfel. Ja, du weißt auch, die Frucht, ja. Das war die verbotene Frucht. Ich nehme das jetzt mal so ein bisschen plakativ im Garten. Und du kannst anfangen, sagen, ja gut, okay. Eva hätte sagen können, ja schau, ich habe die Frucht nur in der Hand. Ja? Ich mache ja nichts weiter damit. Gott, ist das denn schon Sünde, dass ich nur den Apfel in der Hand habe? Nein, oder? Versteht ihr? So, aber ich nehme den Apfel mal mit. Ne? So. Ich kann ja mal dran riechen. Ist denn am Apfel riechen schon Sünde? Nein. Oder? Am Apfel. Oder Apfellecken. Hm? Ja, hey. Apfellecken ist nicht essen. Ja? Apfellecken ist nicht. Und selbst wenn ich so ein bisschen. Ja, so. Ja, gut, ich hab jetzt reingebissen. Okay. Aber nur reinbeißen ist nicht essen. Oder? Ja, da müssen wir theologisch schon genau sein. Ja? Einfach nur so ein bisschen, nee, das ist, ich bin starker Christ, ich kann das ganz lange im Mund behalten. Ich kann es auch wieder rausnehmen, mache ich jetzt aber nicht. Versteht ihr? Wir betrügen uns selbst, wenn wir unsere neu gewonnene Freiheit dazu gebrauchen, den gleichen Mist zu leben und zu bauen, den wir vorher gelebt haben. Und irgendwann verschlucken wir uns. Und wundern uns, was mit uns passiert. Und dann brauchen wir wieder die Gnade Gottes. Hey, lasst uns heute Morgen nicht zu solchen Christen werden. Und dann kommt noch so was Schräges, dass wir sagen, ja gut, ey, Jesus. Und dann wird es noch schräger. Es tut mir leid. Herr, was muss ich tun? Jetzt kommt's. Was muss ich tun, um das wieder gut zu machen? Ein bisschen mehr spenden, ein bisschen mehr Gebote halten. Dann wird es ganz kompliziert. Dann haben wir überhaupt nichts mehr verstanden von der Gnade Gottes. Und das ist auch das, was Paulus meint. Nein. Gnade ist Gnade. Und Gnade bleibt Gnade. 100%. Und du bist erlöst und du bist gerettet. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ey, das habe ich so noch gar nicht verstanden. Ich glaube, ich habe diese Gnade noch gar nicht. Paulus sagt ja im nächsten Vers, und das ist ein Vers, den nehmen wir bitte heute alle mit, sagt, Jesus lebt ja in mir, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist ein Vers, den ich euch wünsche, dass ihr den auswendig lernt. Geht nicht lang. Jetzt lebe nicht mehr ich, nein, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Christus ist in mir, er ist nicht nur bei mir, er ist in mir. Die Gnade in Person ist in mir. Und jetzt wünsche ich dir, wenn das noch nicht so ist in deinem Leben und du sagst, ey, ich glaube, da ist noch nicht Jesus in mir. Ich habe diese Gnade Gottes noch nicht so erlebt und erfahren. Dann wünsche ich dir das heute Morgen. Dann wünsche ich dir, dass du jetzt ein Gebet sprichst gleich mit mir, wo du sagst, Jesus, ich möchte, dass du mit deiner Gnade in mein Leben kommst. In mein Leben kommst. Wir wollen jetzt vor den Thron Gottes kommen, so wie es im Hebräerbrief heißt, dass wir täglich vor diesem Thron der Gnade kommen können. Und das ist für diejenigen, die sagen, Detlef, ich gebe dir so recht, ich kenne das momentan auch aus meinem Leben, dass ich merke, ich habe den Faden verloren, dass ich merke, ich lebe nicht aus der Fülle dieser Gnade. Ich habe angefangen, mit der Gnade zu spielen. Aber ich will sie nicht verspielen. Ich will das gar nicht mehr. Dann komm jetzt zu diesem Thron der Gnade. Ich finde das ein tolles Bild im Hebräerbrief, Kapitel 4.
zu diesem gnädigen und barmherzigen Gott, der schon immer so war und immer so sein wird. Und hol dir deine Portion Gnade wieder, verstehst du? Und erkenne, du bist begnadigt. Und dann wirst du hinausgehen und du wirst anders mit Menschen umgehen. Es gibt eine Situation, die ich kurz noch aufgreifen möchte, jetzt für unser Schlussgebet. Und das ist Jesus mit dieser Ehebrecherin in Johannes 8. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten und Ältesten der Stadt hatten schon Steine erhoben, um diese Frau zu steinigen, denn Mose schreibt das doch vor im Gesetz. Und Jesus sagt dann zu dieser Frau, was sagt sie? Was sagt er? Sie sagt gar nichts. Sie ist die Verurteilte. Können wir die letzte Folie gerade noch haben? Ich verurteile dich nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Das ist die kürzeste Predigt, die je gehalten wurde. Kürzer als meine heute, ich bin schon weit über die Zeit. Zwei Sätze. Und diese zwei Sätze, die nimm bitte mit. Jesus sagt zu dir, ich verurteile dich nicht. Und das ist Gnade. Jetzt geh hin, folge mir nach und sündige nicht mehr. Ich befähige dich. Ich befähige dich. Und das ist das Gesetz Christi. Das sind seine Gebote für dich. Und jetzt geh auch hinaus zu Menschen und fang du selbst an, nicht mehr zu verurteilen. Sondern sag du selbst, ich verurteile nicht. Ich verurteile nicht mehr. Sondern schaue Menschen und Situationen mit gnädigen Augen an. Und wünsche mir, dass die Gnade Gottes hineinkommt und Menschen und Leben verändert. Vater im Himmel, danke für deine 100% Gnade, die uns zur Verfügung steht. Von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten Seite. Von unserem ersten Tag des Lebens bis zum letzten Tag. Vom ersten Tag der Kirchengeschichte bis zum letzten Tag. Steht uns deine Gnade 100% zur Verfügung. Wir danken dir dafür, dass du dafür gesorgt hast, als der gnädige und barmherzige Gott, dass wir uns unsere Gerechtigkeit nicht erkaufen müssen, erhandeln müssen, sondern dass es ein Geschenk von dir ist. Und dieses Geschenk, das setzt uns frei. Herr, danke dafür. Ich bete jetzt für Menschen, die heute Morgen hier sind und du sagst, ich habe noch nie Gebrauch gemacht von dieser Gnade. Ich wünsche mir diese Gnade. Ich wusste nicht, dass es die in der Form gibt. Ich möchte dieses Geschenk annehmen. Vater im Himmel, ich bitte dich jetzt, dass du diesen Menschen beschenkst mit deiner Gnade jetzt, indem du, Jesus, in das Leben dieses Menschen kommst, Wohnung nimmst und sagst, jetzt lebe ich in dir ab jetzt mit meiner Gnade und Liebe. Und ich mache alles neu in deinem Leben. Das ist der Plan. Herr, ich bete auch für die Situation, in der wir sind, wo wir anfangen, mit deiner Gnade zu spielen. Komm du hinein, Heiliger Geist, und räum da auf. Und mach du klar, was deine Ansprüche sind. Veränder du uns, veränder du mich. Herr, danke für deine Gegenwart. Wir loben und preisen dich. Amen.